Willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Ich glaube, wenn wir jetzt mit ihm reden, wird er uns um ein Date bitten. Und ich hatte recht! Tita, hast du Zeit? Willst du was unternehmen? Na klar! Komm um 16 Uhr zum Kirchplatz. Morgen! Oh, das ist echt lieb von dir. Vielen Dank, jetzt habe ich gute Laune. Wir sehen uns nachher um 16 Uhr am Kirchplatz. Kirchplatz. Ach du Schande, das ist ja noch ewig und 3 Jahre hin. Was mache ich denn so lange? Ja, dann werde ich mal noch ein bisschen Freundschaftspflege machen. Meine Güte, jetzt sind wir schon über 70 Parts bei Harvest Moon, deine Tierparade, und wir sind immer noch im Sommer. Also, das ist echt krass. Aber ich versuche halt so viel wie möglich euch zu zeigen. Und gerade das erste Jahr ist sozusagen das, wo man am meisten zu tun hat. So. Stefan. Morgen. Das gefällt mir besonders. Danke, freut mich. So. Wir machen uns beliebt. Thank you.
So, weiter geht's. Christian. So, Colleen. Yolanda. Yolanda kriegt auch ein Hundchen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob es hier irgendwie was Reisgericht. Gemüsesandwich, Eiersandwich, Tomatenrisotto, Reis mit Seeal, Tomatensuppe, Pilzsuppe, Käsefondue, Tomatenomelette, gebratener Reis, gebratener Meerreis, Apfelstrudel, Blaubeerstrudel, Brombeerstrudel, Pizza, Meeresfrüchte-Pizza, Meeresfrüchte-Gratin, Pilzauflauf, Soba, Reis mit gebratenen Tomaten. Den hole ich mal. Ist zwar teuer, aber für den Kochkurs muss das halt mal gehen. Hier ist Heiko. Und hier ist Selina. Linda ist auch da. Lina und Linda verwechsel ich immer, aber sehen die so unterschiedlich aus. Sie mag Blumen. Mit Lilien kann man zu Lina auch eine große Freude machen. So. Lina, Lina, die kleine Lina. Die mag übrigens heiße Milch, Sonnenblumen, gelbe Kräuter, eigentlich alles, was so gelb ist. Ob Lilien jetzt der Fall sind, weiß ich nicht. Die sind ja auch irgendwie gelb. Ja, die findet sie nur toll. Pascal. Mag Austern, also liebt Austern. Miesmuscheln. Ah, schön, hier haben wir sogar Austern. So, dann gehen wir mal hier rein. Hm.
wenn du Hilfe beim Fischen brauchst, sag Bescheid. Zuerst solltest du verschiedene Standorte testen. Fische sind wechselhaft. Oh, Tobi steht hier gleich bei der Tür. Wo ist der Tee? Da ist der Tee. Ja, ich weiß alles. Paolo ist gerade nicht da. So. Und natürlich vergessen wir hier auch nicht Christina und Siggi. Ah, die ist auch immer öfter hier. Da fällt mir ein, wir könnten ja eigentlich mal einen Check-up machen. Ja. Nee, ist klar. Alle immer noch ein Herz. Das ist so eine anstrengende Arbeit, sich mit den Leuten anzufreunden. Was steht jetzt um 16 oder um 17 Uhr? Um 16 Uhr. Ja, 16 Uhr war's. So. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt noch hier bis 16 Uhr in der Gegend aufhalten. Und ihr braucht natürlich nicht zuzuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Date mit Olli an dem Kirchplatz. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshin.